Ich habe Zeug dabei. Das hier, weg damit. Genau, ich habe ein paar Sets gemacht, sogar ein leeres Set. Falls ich gar nichts haben will oder alles gesammelt haben, weg damit. Dann geht es immer so super schnell, aber ich will das hier einmal haben. Okay, dann einmal runter. Zum Handelshof. Ich könnte eigentlich auch mal in die neue Wohnung. Wir hatten ja die Option. Ich hatte es. Schieb das irgendwie vor mir her. Der Admiral ist dafür bekannt, in Krisenzeiten abwesend zu sein. Wir sind daran gewöhnt. Also bitte, mein kühner Jäger, wie kann ich dir behilflich sein? Ich möchte den Admiral sprechen. So, Flora. Großer Monsterfang, sehr gut. Ich würde gerne noch, ja, Entomologie. Und Kampfwürfern jagen. Warum nicht? So, aber wir haben das Wichtige gemacht, die Lieferung. Wasserabdichtung, fertig. Wasserschutzmantel ist da. Da gehen wir auch gleich da hoch. Ich gehe noch einmal kurz da hinten sprechen. Nun, sprich. Und sprich, da bist du ja. Ich habe auf dich gewartet. Wie ich sehe, machst du gute Fortschritte mit deinen Feldstudien. Applaus, Applaus. Ich klappe mit meiner Hand an meinem Kopf. Wie kommen die mysteriösen Monster... Achso, wie kommen die mysteriösen Monster immer mehr auf die Schliche? Ach, übrigens. Ich hatte gehofft, dich um einen Gefallen bitten zu dürfen. Vor nicht allzu langer Zeit wurde ein mächtiger Anjanath in der Wildturmödnis gesichtet. Das ist wahrlich kein Platz für ihn. Ich möchte das Feldteam zu diesen Anjanath-Nachforschungen anstellt. Ja, das sollt ihr. Schließlich sind Anjanath die Grundlage für unsere Forschung. Ohne einen von ihnen wäre es keine richtige Studie, das ist so. Ich hatte dem Koch gesagt, dass ich dich fragen wollte, und er war sofort Feuer und Flamme. Warum der Koch? Er meinte, er würde die Kantine vergrößern. Zumindest bis die Antenna-Forschung abgeschlossen ist. Der Koch und ich sind uns in einem einig. Zum Erreichen seiner Ziele muss man immer gute Fortschritte machen. Bemühe dich bitte. Also bemühe dich bitte. Wobei der Koch es wahrscheinlich blumiger ausdrücken würde. Wie dem auch sei. Wir zählen jetzt auf dich. Und was gibt es? Sehr viel, erstmal das. Dieser Unruhestifter wird noch mehr Ärger machen, wenn wir nicht losziehen und der Sache nachgehen. Absolut. Ja, dann müssen wir das wohl machen. Es gibt besondere Untersuchungen. Ach, das ist das hier. Rosige aussuchen. Erscheint in Dingens Jagdquest. Stufe 6. Lohnungsgeld 9000. Jägerrang 11 oder höher. Zeitabgabe. Okay, sehr gut. Ach, der erscheint dann, weil ich hier fortgeschritten bin. Ah. Dann schauen wir doch mal, was ist schwach gegen Anjanath? Stark gegen ihn. Wasser. Genau das, was ich nicht habe. Wir brauchen eine Jura-Todeswaffe. Ah ja, stimmt, dann könnte ich jetzt nochmal mit ihm sprechen. Och Mann! Oh Mann, du da, nicht so schüchtern. Lass mich etwas für dich anbauen. Ja, nur ein bisschen hier. Nimm das hier, dieses Gras, und das ist toll. Da würde mir bei meinen Forschungen und der Erforschung der Ultenbäume echt helfen, wenn sie das mal. Ja, da, nimm. Achso, du willst gar nicht reden, kein Schwätzchen? Nein? Okay. Düngen, wir tun zum Beispiel Pilzernte nach oben. Ja, deswegen sind wir da. Und wir ernten Teufelspest. Ein toller Pilz. So, bist du denn? Oh, da unten will jemand mit mir reden. Nur wer? Ach, der Feldforschungsmeister. Beschäftigt mit der Jagd? Beschäftigt mit der Jagd. Wie ich höre, hast du dich um dieses... Naja, diese fiesen Monster gekümmert und hast beim Fährtenlesen, naja, Fährte aufgenommen. Gute Arbeit. Ach, bevor ich's vergesse, der Koch hat dem gesamten Feldteam etwas mitzuteilen. Ihm ist aufgefallen, dass es im Feld ziemlich hart geworden ist. Deshalb hat er ein paar Strippen gezogen und die Kantine vergrößert. Meint etwas mehr von Protein. Naja, manchmal verstehe ich ihn nicht. Jedenfalls dürfte der Ausbau abgeschlossen sein, wenn wir dem Anjanath fertig. Also wenn wir mit dem Anjanath fertig geworden sind. Spannend, oder? Dann mal wieder frisch ans Werk. Munter ans Werk, Mr. Freedom. Munter ans Werk.
Dann Kantine, Schmiede. Schmiede. Ein Blitzschwert könnte mir beim Anjanaf schon helfen, aber wie weit kommen wir mit der Wasserklinge? Was soll ich herstellen? Okay, neue Ideen. Ja, kein Problem. Waffe, Schmieden, Langschwert. Aber eigentlich einen guten Wasserbaum hier. Ja, haben wir. Dafür müssen wir noch mehr Juratoden besiegen. Hätte ganz Slot frei. Interessant. Obwohl, wir haben einen Slot da. Wir könnten den reinbauen. Wir haben eine Untersuchung, glaube ich, mit dem Juratodes. Da müssen wir gleich reinschauen. Dann machen wir davor vielleicht eine Untersuchung. Ich würde aber eine Dekoration noch anbringen an meine jetzige Klinge, was wir nicht können. Okay, dann passt das erstmal. Stimmt, wir haben doch mit den Dingens, wir haben doch einen Wassermantel. Sagt ihr nichts mehr dazu? Ma'am? Hallo? Dies ist der Ausrüstungsladen, wir behandeln. Okay, sie sagt nichts dazu. Nope. Der Typ von dem Luftschiff ist wirklich weg. So, was sagt denn die Bosskatze? Ja, immer hart am Schuften, was, Bohnenstange? Wenn ich höre, wirst du dich um den alten Unruhestifter kümmern. Während ihr unterwegs seid, lege ich mich ins Zeug, damit die Kantine bereit für eine nie dagewesene Feier ist. Miau. Wir miauen zurück. Befürwortend. Okay, aber davor würde ich erstmal in mein Haus gehen. Das ist die Versammlungsstätte. Ist das die Treppe nach oben? Tatsächlich. Ach, hier ist es schön. Kartoffel. Wo ich dich gerade da sehe. Wenn du Palico-Gadgets wechseln möchtest, wähle Palico-Ausrüstung aus. Jedes Gadget hat eine maunzigartige Funktion. Was für eine Ausrüstung soll ich nutzen? Pfoten. Ja, können wir mal schauen. Ich meine, du hast ja derzeit die Schildspitze. Okay, da sehen wir nicht viel. Der passt schon. Sehr gut gemacht. Weitermachen, Kartoffel. Ich wollte hier, auch wenn es hier sehr schön ist, aber wir werden es ja nicht verlieren, wir wechseln nur. Soll ich den Trainingsbereich zeigen, Jauster? Absolut, aber erstmal das hier. Ich würde gerne den Raum wechseln. Und zum Luxusraum. Okay, das ist mal ein Upgrade. Wir schauen doch ein bisschen verloren. Wir sind kalten Hallen, obwohl mit dem Feuer etwas wärmer. Ja, wir haben es geschafft. Höher geht's nicht mehr. Wir sind der Boss von allem. Eigentlich nicht, aber womit habe ich das verdient? Okay, wir schauen mal, was wir hier alles haben. Okay, wir haben Bücher, klar. Sogar Käse da war, das muss ich sehen. Was haben die mir für Essen hingestellt? Trauben, Stück Käse, ein Apfel, schon vorgeschnitten, sehr gut. Muss ich den nicht selber schneiden? Alter, wenn ich schon hier drin bin. Okay, dann muss ich zur Seite. Wenn ich hier runtergehe. Sieht halt schon hammermäßig aus. Also das da oben soll ja der Saphirstern sein. Sind das die fünf Flotten? Die Kreise da drum? Mit dem Pfeil aber. Nee, das ist der Mond. Mit dem Mond, der von einem Sichelmond rüber zu einem kleineren Sichelmond geht. Die Bedeutung davon weiß ich nicht. Da oben ein Flugmonster und da wahrscheinlich auch eins, aber ich kann es nicht erkennen. Auch eins, es fliegt auch.
Wahrscheinlich das da unten auch. Wenn man das da als Maul sieht und hier das Auge, hier mit dem Kringel. Mehr als Herrscher. Welches könnte es sein? Eins ist wahrscheinlich Feuerspeit, wenn man das da unten sieht. Und er saugt uns ein. Ist auf jeden Fall ein sehr schönes Bild. Ja, ich wollte gerade schauen. Da unten am links könnte auch eins sein. Und da auf der rechten Seite eine gewaltige Hand. Man kennt die Hand. Das ist die aus Neuter. Nee, die ist bestimmt was anderes. Habe ich einen Schrank? Ja, naja, ich habe einen Schrank, aber ich wusste nicht, was ich da machen kann. Ich habe eigene Bücher, schön verzierte, also das sind wirklich schön verzierte Schränke, Nachtschränke und so weiter. Ich habe Stühle, falls ich einfach nicht auf dem Bett, sondern neben dem Bett sitzen will und den Kamin von da hinten bewundern will. Ich habe sogar, aber das ist mir aufgefallen, wir haben eigene Musikanten hier, mit denen wir nicht sprechen können. Was ein bisschen schade ist. Okay, wir können leider nicht so nah ran. Man hat sogar den Abzug gedacht. Sehr schön. Haushälter? Wie gefällt es dir, Meister? Ich hoffe, du bist nicht verletzt. Nein, der Kamin hat mich noch nicht erwischt. Da ist mein Schwert. Da ist Kartoffel. Sogar eigene Krüge haben wir. Ich bin reich. Ich mag Gott die Kiste, in der die ganzen Gadgets wahrscheinlich drin liegen. Mit anderen Worten, wir haben zwei, aber es fehlen noch zwei. Vielleicht sogar drei, wenn da unten noch eins hinkommt. Wir haben endlich einen größeren Garten. Boah. Und ich wusste, es sind die Pflanzen, vielleicht sogar die Pflanzen, die wir im anderen Raum vorgezüchtet haben, jetzt hier ausgewachsen sind. Gut, dann hätten wir auch den Rotkern da, aber der ist nicht da. Schade, wir können nicht nach hinten durch. Oh, ich wollte auch von der Reling schauen. Ich kann mich aussuchen gerade. Hier ist Schloss. Also ich meine, es ist nur ein Raum. Wir wissen nicht, wo das Klo ist. Aber das sieht schon mal cool aus. Okay, dann befüllen wir das mal mit Leben. So, auf dem Teppich, da sollte existieren, ein Kaktor. Ich meine, das könnten wir. Eine Blitzfliege. Okay, machen wir einen Kaktor. Einer von eins. Dann nochmal auf dem Teppich. Könnten sein. Noch ein Kaktor. Da war einer reicht. Fliegende Meduse, ich weiß nicht. Korallenvögel drinnen? Vielleicht. Ein kletternder Wonnebarsch. Ich glaube nicht, der ist in Ordnung dafür. Ich weiß nicht, ob ich so eine riesige Schnecke haben will. Ich sende mich an eine Schnecke. Wir tun ein paar Hasen hier rein. Cool. So, auf dem Boden. Sollen noch mehr... Noch ein Kaktor. Nein. Schmetterlinge hier drin. Geckos, nee. Spinnen. Umenfliegen. Wir könnten mal Korallenvögel hier reintun. Zwei Stück. An der Feuerstelle, da werden Sachen gegrillt. Wie zum Beispiel... Andornangler.
Die sind auch nicht hier. Mistkäfer. Genau, die brauche ich hier. Ja. Kröten, Wespen, Ameisen. Dann nehme ich diese Wonnebarsche. Ja, da haben wir einen Fisch. Der ist dann, wenn er da reinspringt, ist er gebraten. Dafür müssen wir nochmal irgendwann mal einfangen. So, im Topf können wir Wackelwürmer reintun. Im Eingang kommen Abendrotgeckos. Gott, wir haben drei Seiten. Ein Garten. Im Garten, die Frage ist, wo? Wenn ich da Wackelwürmer hin tue, wo sind die dann? Ach, da hinten. Ich würde dann im Garten zum Beispiel... Es ist ja in der Nähe vom Wasser. Eine Smaragd-Helmkrabbe. Die sieht bestimmt toll aus. Obwohl, nee, die tötet mich dann. Hm, eine Blitzfliege? Dann haben wir ein bisschen Licht da, aber ist echt hell. Ich würde dann einfach eine Lehmkröte hintun. Ja, ein paar Kröten. So, dann noch im Garten. Ein paar Schmetterlinge, aber das ist sehr weit weg. Da könnte ich ein paar Meduse hintun. Ich meine, die sind auch etwas hell. Ja. Yep. Dann nach meinem Garten. Was ist da hinten? Puh. Draußen soll alles leben, also überall Vögel hin. Dann am Baum ein paar Wildtumgeckos. Dann im Himmel. Eine riesige Wespe. Das fällt dann runter und platsch. die Kaktor. Oh, Urzeit-Manta-Motte. Ein Wesen, das auf Luftströmungen fliegt. Es ist leicht verwundbar und stirbt durch einen guten Treffer. Sehr gut. Wir könnten aber noch mehr Medusas hier tun. Ja, ich glaube, ich nehme die Medusas lieber. Kobaltschmetterlinge, leuchten die? Nee, leider nicht. Wir lassen mal einen hellen dort. Dann an den Säulen Spinnen. Damit mache ich alles kaputt. In dem Fall Geckos hin. Und im Teich? Oh ja, die Fische. Wir haben ein paar Goldfische. Ja. Dann noch im Teich. Wir haben doch bestimmt noch was da. Ein Andon-Angler. Möchte der da unten? Das tut er. Und im Teich möchte ein großer Sushi-Fisch ein Gourmet-Tun. Oder ich will ganz viele Fische, ganz viele Sushi-Fische. Ja. Sehr gut. Ah! Ciao, Kartoffel hat sich schon mit deinem Hasen hier angefreundet. Der Kaktor hier, der ist echt gruselig. Ich soll den lieber neben das Bett stellen. Ganz ehrlich, so ein Kaktor ist echt gruselig. Was ist das? Was? Warte, dann haben wir noch diesen guten Wonnebarsch. Der auf der Suche nach Wasser hier versucht zu überleben. Warte, wo sind die Vögel? Ach, da hinten waren die ja. Die sind in der Ecke. Die kommen nicht mehr raus. Ah, die Sonne geht auf. Boah. Warte, ich muss mal kurz schauen. Also ich muss hier auf jeden Fall Aufnahmen machen. Ja, noch die Geckos an der Wand, die guten Frösche, die Vögel, die ganze Medusa, Quallen dort oben. Kann ich mich da auch hinten ausruhen? Ich kann. Ja, das war anstrengend. Und die kommen sogar.
Und die Quallen kommen auch noch. Alles kommt. Ich bin eine Disney-Prinzessin. Die ganze Tierwelt liebt mich. Ich kann nicht nach unten tauchen. Schade. Alter, wie sieht denn das Haus eigentlich von außen aus? Okay, da sollte man wahrscheinlich nicht drauf schauen. Wir sind so ein Würfel. Wo genau sind wir? Also wir sind an irgendeiner Klippe. Aber Astera selber sehe ich nicht. Wir müssen aber weiter. Ich möchte um eins ausprobieren. Werde ich hier nochmal füttern und eine Interaktion provozieren? Und kann der Kaktor herkommen? Okay, der Wonnebarsch kommt gerade her. Na komm, schnapp dir das Essen. Sehr gut. Ja. Hier noch mehr. Oh Gott. Na komm her, Kaktor. Wow. Nein, stopp. Wir sind gerade gestorben. Aber es geht. Sehr gut. Dieser Kaktor. Dieser Unruhestifter wird noch mehr Ärger machen, wenn wir nicht losziehen und der Sache nachgehen. Absolut. Aber vorher muss ich noch einen Juratodes jagen. Und dafür müssen wir nach unten. Aber vorher würde ich noch mal was essen. Es ist genau dasselbe Essen wie oben. Also, es macht ja auch Sinn. Der Koch bereitet das hier zu und schickt das nach oben. Also, das Eventessen, das ist dann, das bekommt man hier nicht. Das gibt's nur oben. Also, einmal zum Handelshof. Wir müssen schauen, ob wir eine Untersuchung mit dem Juratodes haben. Weil da kriegen wir mehr Belohnungen raus. Oh, du bist so nett zu mir. Ich weiß. Ich weiß, du willst mir aushelfen, also vergiss nicht, hier in unserer kleinen Ressourcenzentrale vorbeizuschauen. Ja, ja. Genau, deswegen bin ich da wegen dem Beutezug. Also Untersuchungen. Ich brauche Ziel. Juratodes. Ach, wir haben keinen hochrangigen. Mist. Okay, dann schnappen wir uns einfach dieselbe Quest nochmal. Ich werde nicht einen Anschauer herausfordern, wenn ich keine gute Waffe habe. Oder wir könnten zwei Quests... Obwohl, da kriegen wir eine Belohnung für halt auch für den Juratodes. Ja, das machen wir. Los. Los, raus mit dir. Geil. Sehr gut. Müssen wir nicht warten. Komm schon, Krabbe, weg mit dir.
So, rein da. Klasse, bin komplett falsch ausgerichtet. Wird es, wusste ich nicht. Aber egal. Nochmal. Eins, zwei. Überleid Kartoffeln. Sehr guter Start. Okay, das war nicht gut. Springen! Ja, schön. Einfach mal alles, was wir haben. Damit es schnell die Mittel vorbei ist. Ja, schon erschöpft, Kumpel. Kein Problem, da gibt's noch mehr. Hoho. Schlecht, aber gut geworden. Okay, das war jetzt gefährlich. So, bleib da. Sehr gut. Nochmal. Gib mir die Flosse. Thank you.
Okay, wieder mit dem Barot. Ist ja nett. Warte, den Barot können wir doch ausnutzen. Nee, ist ein bisschen zu laut. Ah. Wir haben da bestimmt Zeug verloren. Wo ist mein Zeug? Ja. Barot. Okay. Da sind noch mehr Fußspuren, nehme ich noch mit. Ich werde sowieso untersuchen. Sind immer schön hochheilen. Ein Monster kann dann besonders schlimm werden, wenn es kurz vor dem Tod ist. Keine Ahnung, einfach in die Richtung. Und es hat was gemacht. Sehr gut. Ja, ah, kein Ausdauer mehr. Klasse. Sind wir beide platt. Das habe ich nur gemacht, damit ich hier anfange. Jetzt bestimmt. Mist, ich wollte ihn eigentlich fangen. Egal. Wir haben einen haben wir schon gefangen, das ist in Ordnung. Oh, wir brauchen zur Visite die Jura-Todesschuppen. Wir können ihn sehr oft ausnehmen. Okay, einmal Gaiao, das war klar. Okay, schauen wir mal. Vielleicht reicht das sogar. Wir haben noch eine weitere und dann nochmal zwei. Ich glaube, das reicht nicht. Aber wir machen sowieso dann Fortschritt mit der Untersuchung. Mit anderen Worten, das ist ja nicht verlorene Zeit. Warum denke ich überhaupt danach? Ich will Monster besiegen. Passt ja.